Hallo und ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Albion. Wir sind immer noch am Grinden und ich habe wieder drei tolle Timelapse-Chats für euch vorbereitet. Und wie ich schon letzte Woche gesagt habe, Sira wird jetzt ein bisschen Frostlawine trainieren. Zumindest bis die voll ist. Einmal Frostkristall muss sie auch noch machen, dass das voll ist. Und dann gucken wir mal weiter. Was ziemlich einfach geht, ist Dornenfalle und Fall entfernen. Die sind relativ günstig. Und Licht ist sowieso was, das verbraucht so wenige Spruchpunkte, dass das levelt sich schon beim Zaubern benutzen. Verpilzung habe ich gar nicht so ausprobiert. Das erfordert auch sehr viele Spruchpunkte. Das heißt, da müssen wir dann mal gucken. Aber genau, das ist momentan für sie das Trainingsding, während wir für das nächste Waffenrüstungsteil, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und wir hatten mal eben hier der Doppelklick. Das war, sieht so aus, als wenn das die Waffe war. Da sammeln wir jetzt das Geld. Also, ich würde sagen, wir gehen mal raus und Timelapse-Chat ab. Und der letzte Timelapse-Chat zu der Reihe Hilfe und nur helfen wollen. Ist ja der Abschluss offensichtlich, weil es der letzte irgendwie, bin ich Arabisi Blade, wenn es darum geht, gescheit zu formulieren, aber tatsächlich erst recht, wenn ich da sitze und kein Gegenüber habe und dann Mikro da ist und ich es aufnehme, naja, wurscht. Der Punkt, um den es geht, ist eben dieses Nachfragen und wie mich das eben dann ärgert, weil ich fühle mich in dem Moment halt dann ja auch ein bisschen verarscht, weil da stellt sich mir die Frage, will der mir wirklich helfen oder macht er sich für mich lustig? Und dieses Gefühl wird noch stärker, wenn die Lösungsansätze anfangen, ins Lächerliche zu gehen. Wenn ich sage, hey, ich habe das Problem, also muss ich das und das machen, und dann werden Sachen vorgeschlagen, die noch viel komplizierter sind als das, was ich schon vorgeschlagen habe. Da habe ich dann das Gefühl, man macht sich eigentlich nur noch über mich lustig. Und das ist bei mir tatsächlich ein Punkt, der mich ziemlich schnell zur Weißglut treiben kann. Das heißt, diese ganze Situation, man versucht mir zu helfen, kann ziemlich nach hinten losgehen. Was nicht heißt, dass man mir nicht helfen soll, sondern wie gesagt, ich finde das, was ich am Anfang geschrieben habe, diese Art, dieser Unterschied zwischen hey, mach doch das oder hey, hast du schon das probiert? Das sagt erstmal das Gleiche aus, aber es ist ein riesen Unterschied auf emotionaler Ebene. Und genau dieser Unterschied, wenn man den beachtet, dann ist das eigentlich kein Problem mehr. Und eben gesagt, wenn man da nicht anfängt, sich darüber lustig zu machen oder zu sagen, mir geht's so gut, ich habe das Problem gar nicht oder sowas. Wenn man stattdessen sagt, ey, tut mir leid, ich kenne das Problem leider nicht, weil mir geht's da besser als dir, aber ey, das tut mir echt leid, ich wünschte, dir geht's auch so toll wie mir, dann ist das natürlich was anderes. In dem Moment ist immer das Wichtigste, wie man es sagt, nicht was man sagt. Das ist das, worum es mir geht. Und dieses, wie man es sagt, kann eben einen riesen Unterschied machen. Und dann ist es halt so, wenn ich jetzt sage, und deswegen die Überschrift am Anfang, wenn ich jetzt sage, hey, das hat mir jetzt überhaupt nicht geholfen und was du hier vorschlägst, ist nur Quatsch und du bezweifelst hier, im Endeffekt zweifelst du hier an meiner Zurichtungsfähigkeit oder so oder an meiner Denkfähigkeit, weil du das so sagst, weil im Endeffekt implizierst du, dass ich zu blöd bin, um selbst da drauf zu kommen, auf diese super simple Lösung, was vielleicht die ersten drei Lösungen sind, die ich instinktiv durchprobiert habe. Und dann kommt als Antwort, ja, das wusste ich ja nicht. Ja, genau, das ist mein Vorwurf, das wusstest du nicht. Du hättest fragen können und dann hättest du es gewusst. Ja, wenn du etwas nicht weißt, dann frage einfach. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich wollte ja nur helfen. Aha, das heißt also, wenn ich jemandem helfen will, darf ich tun und lassen, was ich will, weil das ist ja alles erlaubt, weil ich will ja nur helfen. Und dieses Thema, ihr merkt, dass ich mich tatsächlich gerade ein bisschen aufrege darüber, weil das ist ein Riesenreizthema für mich, einen Freifahrtsschein unter dem Deckmantel zu kriegen, einfach nur zu helfen. Und dann auch noch von allen anderen beklatscht zu werden, hey toll, du hast ihm versucht zu helfen. Nein, hast du nicht, du hast ihn niedergemacht, du hast ihn runtergemacht,
Du hast versucht, du hast nur dafür gesorgt, dass es dem noch scheißer geht. Sorry, das ist kein bisschen Hilfe. Das ist einfach nur ein Arschloch sein. Also am Ende läuft alles darauf hinaus, sei kein Arschloch. Frage nach, prüfe deine Annahmen. Gehe davon aus, dass derjenige schon Sachen probiert hat. Aber wie gesagt, prüfe die Annahmen. Also frage einfach, hey, gehe ich richtig von der Annahme, dass das und das ist? Und ja, du kannst es auch verkürzen, wenn dir das zu lang ist. Sag einfach, hast du schon das probiert? Anstatt, mach doch das und das. Mach doch das und das heißt ja schließlich im Endeffekt, das ist die Lösung und ich muss mich jetzt nicht mehr mit dem Problem beschäftigen. Und ich kann mir auch noch auf die Schulter klopfen, weil ich habe dir geholfen. Nein, so funktioniert das nicht. So funktioniert Hilfe nicht. Hilfe bedeutet, dass es dem anderen danach besser geht. Wenn es dem anderen danach nicht besser geht, hast du ihm nicht geholfen und darfst dir nicht auf die Schulter klopfen. So einfach ist das. So. Und jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen. Ja, ich reg mich wirklich darüber auf. Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich ganz schnell explodieren kann. Und deswegen wollte ich es auch loswerden, weil das ist meiner Meinung nach eine der vielen, vielen, vielen Krankheiten, an der unsere Gesellschaft leidet. Und am Ende, wie gesagt, wenn die Leute mehr empathischer wären, im Gespräch, vor allem im Gespräch online, wenn man nicht die Regungen und so weiter von den anderen lesen kann, dann würde es uns allen eigentlich viel, viel besser gehen. Also Leute, beschäftigt euch damit, wie es den anderen geht. Stellt euch vor, ihr wärt in der Situation des anderen, euch würde jemand sowas sagen, wie würdet ihr reagieren? Oder nicht nur, wie würdet ihr reagieren, sondern wie würdet ihr euch fühlen? Das ist der wichtige Punkt. Und das ist eben das Wichtige, das Problem, was wir bei uns in der Gesellschaft haben, aus meiner Sicht. Mangelnde Empathie. Und das ist, wie gesagt, eine der Manifestationen davon, ist einfach, dass man nicht, ja, dass man unter dem Deckmantel versucht, anderen zu helfen, im Endeffekt dafür sorgt, dass es ihnen schlechter geht. So, im nächsten Timelapse-Chat kommt, ich weiß noch nicht genau was, aber ich werde mir ein schöneres Thema, ein freudigeres Thema aussuchen. Vielleicht wird's, ja genau, ich nehme mir vor, beim nächsten Mal rede ich über Weihnachtsmärkte. Das ist auch ein tolles Thema. Und naja, so um den Daumen gepeilt dürfte es Weihnachtsmarktsaison sein, wenn die Folge rauskommt. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es gerade Mitte November und so viel im Voraus habe ich nicht. Von daher dürfte das irgendwann Dezember sein. Vielleicht ist es sogar um Weihnachten rum. Und Weihnachtsmärkte ist ein schönes Thema, ob man jetzt Weihnachten feiert oder nicht. Aber Details dazu dann in den nächsten Timelapse. Also jetzt wieder zurück zum Gegenwarts-Nighty, der wieder die Grinding-Runde fertig hat. So, hier sind wir wieder. Dieser Run war jetzt, ja, ich würde ihn als mittelmäßig bezeichnen, so schlecht war er eigentlich nicht. Aber wir hatten auch schon bessere. So, gucken wir mal. Ich glaube, es waren jetzt 6 Stück von den Kondios. Entsprechend. Und das sind ja die, die uns am meisten von dem Geld geben. Nein, es sind nur 4, genau. 6 war es letztes Mal. So, 4, das sind nur 36 Gold. Plus nochmal hier 12. Da sind wir also schon fast bei 50. Und dann kommt hier nochmal ein bisschen was drauf. Nochmal 13. Also 50 Gold haben wir jetzt auf jeden Fall gemacht. 74. 74 haben wir jetzt. Ja, super, dann gucken wir mal. Trier und Tom hatten Level-Ups. Trier könnte Fernkampf lernen, aber ich kann es ja eigentlich einfach machen, weil Schaden tut es nicht. Ich glaube, ich konnte ihm nicht die letzten 9 Punkte Nahkampf geben, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Hier weiß ich, dass es nicht ging. Und Tom hatte auch ein Level-Up. Das heißt, Tom trainiert jetzt erstmal Fernkampf. Dann gucke ich nochmal. Das mache ich, glaube ich, immer wieder, weil ich es immer wieder vergesse, ob Drier den Nahkampf lernen kann, genau. Also Tom erstmal entsprechend trainiert mich den Fernkampf. So, muss ich die Tastatur wieder etwas zurechtrücken. So. Und ich will die voll verdingsen. So, voll hier einmal ein ganzes Ding. Und dann geht das Training los. Und dann, ach so, halt, ich habe ganz vergessen. Das liegt jetzt an, ich bin tatsächlich angeschrieben worden. Wegen Abendessen.
Das heißt, ich werde jetzt, wenn der trainiert, eben schnell mal antworten. Und ich gucke jetzt mal, ob das mit dem Nahkampf geht. So, wir gehen zur Tankfläche, ja, zur Dings. So. Abendessen ist schließlich wichtig und da muss man eben nochmal koordinieren. Nein, das geht nicht. Drier kann also nicht mehr. Das heißt, der fernkämpft auch. Das, die letzten 9 Punkte kriegt Drier nicht antrainiert. Oder der Trainer kann nicht höher als 90 mit dem Fernkampf. So, das war einfach. Und dann können wir gleich schlafen gehen und die nächste Runde anfangen lassen. So, gehen wir rein. So. Da gibt es tatsächlich gar nicht mehr viel hier zu sagen. So, vielleicht schaffen wir es in dieser Folge sogar noch, das nächste Item zu kaufen, weil wir brauchen hier nur 450 Gold. Das wäre ziemlich geil. So, und dann wollen wir doch mal, das ist die Richtung, wollen wir doch mal los Richtung nächste Grinding-Runde und für euch den nächsten Timelapse-Chat. Also los geht's. Hi und willkommen zu einem Timelapse-Chat und wie versprochen ein schöneres, ein freudigeres Thema. Diesmal geht's um Weihnachtsmärkte. Ich nehme das immer noch im November auf, das heißt Weihnachtsmärkte sind noch gar nicht da, aber ich liebe Weihnachtsmärkte. Man muss dazu sagen, ich wohne in der Gegend um Frankfurt und hier in Frankfurt gibt es einen großen Weihnachtsmarkt. Der ist tatsächlich, auch wenn ich fast jedes Jahr, jetzt in der Corona-Zeit bin ich tatsächlich nicht hingegangen, aber fast jedes Jahr hingehe, der ist tatsächlich ziemlich langweilig, weil A ist er nicht nur immer jedes Jahr dasselbe, sondern B besteht er ist überlaufen und er besteht fast nur aus Fress- und Saufbuden. Gut, auf der anderen Seite besteht fast jeder Weihnachtsmarkt irgendwie nur aus Fress- und Saufbuden. Weil, naja, das ist das, mit dem man Geld verdient. Ne? Am Ende essen und trinken tun die Leute immer. Und gerade Glühwein, das ist so, die meisten Leute assoziieren mit Weihnachtsmarkt halt Glühwein. Und damit kann man Geld verdienen. Also, ich mache den Leuten, die Stände betreiben, gar keinen Vorwurf, muss ich ganz ehrlich sagen. Die müssen auch Geld verdienen irgendwie. Und die müssen auch Standmiete zahlen. Alles. Aber es gibt einfach Weihnachtsmärkte, die viel, viel schöner sind. Als eben der große in Frankfurt. Ich zum Beispiel gehe sehr gerne auf den Weihnachtsmarkt in Oberursel. Liegt auch daran, ich bin ein großer Mittelaltermarkt-Fan, eigentlich. Eigentlich heißt, ich war ewig nicht mehr auf einem richtigen Mittelaltermarkt, ist sehr schade. Aber Oberursel hat im Stadtzentrum einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Und das ist natürlich super toll. Zum einen, weil das nochmal was ganz anderes ist als so ein Mittelaltermarkt im Sommer. Zum anderen, es ist einfach schön, da drüber zu laufen. Aber auch so, der Weihnachtsmarkt, er ist nicht so überlaufen wie in Frankfurt. Es macht einfach mehr Spaß, dahin zu gehen. Tatsächlich finde ich, dass Weihnachtsmärkte auch was Tolles sein können, wenn man kein Weihnachten feiert. Und dann muss man natürlich sich gedanklich von dem Weihnachtsaspekt, von dem Weihnachtsmarkt lösen. Aber im Endeffekt kann ich auch trotzdem hingehen und einfach, es ist schön, es sind Leute da. Gerade wenn ich mich mit Leuten treffe, die ich kenne oder mit Leuten, die ich kenne, dahin gehe, kann man da drüber schlendern, kann tolle Sachen essen und trinken. Ja, ich habe mich am Anfang über die nur Fress- und Saufbuden beschwert. Natürlich gehe ich da auch zum Essen und Trinken hin. Aber ich mag es halt auch dann, wenn da irgendwelche Handwerkerstände sind oder sowas, wo ich mir Sachen angucken kann, wo vielleicht Sachen sogar hergestellt werden. Und das ist tatsächlich was, was für mich in der Erinnerung ist. Für mich in Erinnerung an Weihnachtsmärkte bei uns in der Stadt war das so, dass der Weihnachtsmarkt, das ist auch immer noch so, der wird zum Großteil von den Vereinen gemacht. Und der Weihnachtsmarkt dort, er war zwar recht überlaufen und heutzutage ist er hoffnungslos überlaufen, aber man hatte halt auch so Handwerker. Man hatte zum Beispiel einen Glasbläser, der dort auf dem Weihnachtsmarkt Glas geblasen hat. Das war natürlich für mich als Kind eine der größten Sachen, dem zugucken zu können. Dann hat er natürlich auch Glasnippes verkauft. Und ja, ich nehme an tatsächlich, dass er nicht sonderlich gut verkauft hat, weil wer kauft schon, also ich glaube nicht, dass jeder auf dem Weihnachtsmarkt irgendein Glasnippes kauft, ja. Auf der anderen Seite ist gerade so Nippes sind halt diese typischen Geschenke, wenn man nicht weiß, was man ihnen schenken soll,
Von daher, ich weiß es gar nicht. Aber Essen und Trinken verkauft sich halt besser. Gerade wenn, wenn viele Leute kommen, dann ist ein Stand überfüllt, dann geht man halt zum nächsten. Das heißt, da ist so der Konkurrenzdruck nicht so groß. Wenn man weiß, es kommen sowieso Leute, weil einfach so viel los ist, dass nicht jeder an einen Stand gehen kann. Das heißt, gerade die Vereine machen vor allem Frist- und Saufstände. Ja gut, klar. Ich gehe trotzdem, für mich ist es trotzdem noch quasi... Ja, Pflicht nicht, aber Normalprogramm über den Weihnachtsmarkt unserer Stadt zu gehen. Das mache ich dann nicht, wenn zum Beispiel der in Oberursel zur gleichen Zeit ist, dann hat der für mich Präferenz. Aber das ist halt auch einfach, man sieht Leute, die man eben jedes Jahr da auf dem Weihnachtsmarkt sieht. Die sieht man dann wieder, weil da einfach jeder hingeht. Man hat halt so seine Standardstände, wo man auch hingeht, Sachen auch essen, auf die man sich freut, die es jedes Jahr gibt. Und zum Beispiel hat der eine Metzger einen Stand und der hat Sachen. Zu dem Metzger gehen wir halt selten, weil dazu müssen wir in die Innenstadt. Und da kann ich am Weihnachtsmarkt eben diese eine Wurst essen. Ich weiß es schon nicht mehr, wenn ich da bin, weiß ich wieder, was es war, aber kann ich das eben essen. Tatsächlich sind, glaube ich, drei Sachen und ich muss mich jedes Mal entscheiden, ob ich nur eins essen kann. Aber das sind halt so Sachen. Glühwein ist für mich persönlich jetzt gar nicht mal so das Ding, warum ich auf einen Weihnachtsmarkt gehe. Ich bin nicht so der Weintrinker, erst recht nicht Rotwein. Glühwein ist tatsächlich noch so die Art von Rotwein, die ich trinke. Aber auch jetzt nicht so, also da gibt es bessere Sachen. Wir haben bei uns tatsächlich einen Stand, der Whiskypunsch macht und das trinke ich viel lieber als zum Beispiel den Glühwein. Vor allem mit Rosinen und dazu ein schönes Schmalzbrot. Sehr toll. Ja, wie gesagt, also selbst ich verbinde mit dem Weihnachtsmarkt Essen und Trinken am Ende. Auch zum Beispiel der Weihnachtsmarkt in Hanau. Da war das immer so, ich glaube, mittlerweile gibt es das nicht mehr. Das ist auch so ein Ding, was ich immer wieder suche auf Weihnachtsmärkten: die Gulaschsuppe im Brotteig, wo eben dann so ein kleiner Laib Brot ausgehöhlt wird, Gulaschsuppe reingemacht wird und dann kann man am Ende noch das Brot essen und das Brot schmeckt, also die Brothülle sozusagen, die schmeckt dann nach Gulaschsuppe und das ausgehöhlte Stück kriegt man noch in die Hand so zum Beiessen. Das ist einfach nur geil. Gut, ist nicht jedermanns Sache, aber es ist einfach so, dass ich liebe das. Und das war auch lange Zeit, als ich Kind war, immer so, der Weihnachtsmarkt, da muss es die Gulaschsuppe im Brotteig geben. Und ja, das sind so Erinnerungen. Ich meine, ihr könnt ja auch mal unten in die Kommentare Erinnerungen posten, die ihr habt zum Weihnachtsmarkt. Können auch negative Erinnerungen sein, wenn ihr sagt, boah, Weihnachtsmärkte sind scheiße, weil ich verbinde die mit dem und dem. Das ist ja auch legitim, wenn man eine scheiße Erinnerung hat und mit Weihnachtsmarkt immer das und das verbindet. Also ich weiß zum Beispiel bei uns der Weihnachtsmarkt, die Leute, die Anwohner da, die kotzen. Weil da ist dann das Karussell, das dudelt die ganze Zeit. Wenn du kleine Kinder hast, wollen die ständig mit dem Karussell fahren und es steht direkt vor der Haustür. Und das kostet ja trotzdem Geld. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Leute sich drüber ärgern, weil du die ganze Zeit den Kindern sagen musst, nee, es gibt kein Karussell, nee, es gibt kein Karussell, nee, es gibt kein Karussell. Weil du einfach nicht Unsummen an Geld jedes Jahr für das Karussell bezahlen kannst. Natürlich könnte man auch zu dem Karussellbetreiber hingehen und sagen, ey, hier, wir sind Anwohner, wie wär's, wir zahlen dir irgendwie 20 Euro und dann können unsere Kinder Karussell fahren, wie sie wollen. Ne? Das kann man ja auch machen, aber das passiert üblicherweise nicht und typischerweise macht natürlich dann der Karussellbetreiber schlechteres Geschäft und sagt daher nein. Aber das war's dann jetzt für diese für diesen Timelapse-Chat. Ich will es mal mit Weihnachtsmärkten belassen für heute. Und wir hören uns also wieder in der nächsten Timelapse. Bis dann. Uff, dieses Mal ist es auch schon wieder ziemlich spät geworden. Ich würde trotzdem gucken, ob wir schnell noch bei Rabia vorbeigehen, bevor wir schlafen gehen. Denn noch ist es hell. Oder hell genug. So, ich könnte natürlich die Gamma-Korrektur auch andrehen, dann würde ich ihn auch nachts gescheit sehen können. So, da haben wir doch. Oder einfach eine Fackel anmachen oder Lichtzauber, klar. So, wir verkaufen die 5 Konditries. Okay. Ich habe eben gerade mal probiert, ob ein Doppelrechtsklick quasi im Menü sagt, ich möchte alle verkaufen. Und wir sind so nah dran, 415. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich schaffen wir es in der nächsten Runde. Aber jetzt wird es erstmal dunkel. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Bettchen. Und dann kommt das die nächste Runde. So, da ist die Tür. So, ansprechen. Und wir möchten gerne schlafen. Dankeschön.
Machst du mir Platz? Dankeschön. Wir stehen ja wieder nicht in der Richtung, in die die Tür zeigt, sondern in eine andere Richtung. Ich glaube, das ist in der Karte ein kleiner Fehler. Aber ich würde sagen, letzte Runde für heute. Und ich habe, wie gesagt, wieder einen Timelapse-Chat für euch. Okay, heute möchte ich einfach mal über den Film reden. Und in dem Moment, wo dieses Video rauskommt, ist der Film wahrscheinlich schon uralt und schon wieder aus dem Kino draußen. Aber in dem Moment, wo ich das aufnehme, habe ich den vor einer Woche gesehen. Und zwar geht es um DC's Black Adam. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe diesen Film sehr genossen. Wir waren im Kino. Ich gehe tatsächlich noch sehr gerne ins Kino. Und haben den Film angeguckt und hinterher habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, hey, der Film war tatsächlich besser als die meisten Marvel-Filme. Wo meistens bei mir eigentlich eher so das ist, die Marvel-Filme sind besser als die DC-Filme, aber der war tatsächlich besser. Und wenn ich jetzt überlege, warum, ist es zum einen, weil der Held, also der Black Adam, eigentlich kein richtiger Held ist und kein Held sein will. Und im Endeffekt ist das, er ist zum einen nicht so dieser strahlende Held. Ich meine, ja gut, okay, Iron Man ist auch wahrscheinlich sogar Narzisst, aber damit auch nicht so die beste Persönlichkeit. Auf jeden Fall ist er ein Egomane. Aber trotzdem ist er irgendwie noch ein ziemlich strahlender Held von seiner Art her. Und Black Adam interessiert es halt, also seine Lösung für Probleme ist Gewalt, grundlegend. Und damit ist er eigentlich nicht so der Held, den man sich üblicherweise vorstellt. Weil ihm halt auch egal ist, ob dabei Unschuldige draufgehen. Das ändert sich natürlich über die Zeit, klar. Das ist ja genau die Geschichte, die grundlegende Geschichte, die eine gute Story braucht. Der Hauptcharakter muss irgendeine Transformation durchmachen. Aber in dem Fall ist die Transformation nicht, wie es mittlerweile üblich ist, dass es der Person aus irgendeinem Grund von jetzt auf gleich auf einmal ganz schlecht geht. Oder es wird dargestellt, wie schlecht es der Person geht und dann kämpft die sich wieder langsam nach oben. Sondern es ist einfach, der Typ ist da, der ist stark. Aber er ist halt von seinem moralischen Kompass her nicht so der Beste. Und dann kommen die Superhelden und sagen, ey, das ist ja eigentlich ein Superschurke, lass uns den mal platt machen. Wollen den platt machen und der ist stärker als die. Und dann stellt sich raus, ey, die bessere Lösung kann vielleicht sein, mit dem zu reden und den zu einem Helden zu machen, anstatt zu einem Superschurken. Und aus denen ihrer Sicht ist er natürlich ein Superschurke, weil er halt einfach irgendwelche Leute umbringt. Also ein Satz, der da sehr oft gesagt wird, ist, Helden bringen keine Menschen um. Und Black Adam macht das halt einfach. Er sagt halt einfach, ja gut, das ist der Böse, ich bringe ihn um, damit ist das Problem gelöst. Und er lernt dann natürlich über die Zeit, dass das keine Lösung ist oder dass es eine bessere Lösung gibt. Und dass es besser ist, eben wenn man die Leute nicht einfach umbringt, beziehungsweise auf der anderen Seite zeigt er natürlich auch, dass es Situationen gibt, in denen dann Gewalt die richtige Lösung ist. Klar, ich meine, auf der anderen Seite hätte man auch sagen können, ja, die Superhelden, ich glaube Justice Squad heißen die da, oder nennen die sich da, kann aber auch einfach nur schlechte Übersetzung ins Deutsche sein. Die gehen her und man kann sagen, ja, aus seiner Sicht wollen die ihn ja umbringen. Von daher wollen die ihn erst umbringen und sagen dann, man bringt keine Leute um. Aber man weiß es ja nicht, ob sie ihn wirklich umgebracht hätten oder nicht. Von daher ist das dann auch wieder nur, ja, so wie es halt rüberkommt. Aber ich finde es einfach schön, dass in diesem Film gezeigt wird, man kann einen Konflikt auch lösen, ohne gleich sofort den anderen vernichten zu müssen. Und das Ende stimmt auch hoffnungsvoll. Ich hoffe, dass es dann einen zweiten Teil gibt. Und ja, ich habe am Anfang nicht gesagt, dass es Spoiler gibt, aber irgendwie ist es offensichtlich. Das Ende ist dann halt einfach sehr schön, weil dann steht Superman mit noch ein paar anderen Leuten, die man nicht erkennen kann, weil man nur die Schatten sieht, da.
und sagt zu ihm, hey, wir müssen mal miteinander reden. Anstatt ihn einfach anzugreifen. Und das ist halt ziemlich cool, weil es genau diese, den ganzen Film über hat man eben, hat man diese Transformation mitgekriegt von, da ist jemand, der ist böse und ich hau dem jetzt aufs Maul. Beziehungsweise bei Black Adam sogar, ich vernichte den. Also selbst die Guten haben genau das, da ist jetzt jemand, jemand Böses und bevor wir mit dem reden, hauen wir dem halt erstmal aufs Maul, damit der nichts Böses machen kann. Ja, diese, auch dieser typisch amerikanische Preemptive Attack. Oder das heißt typisch amerikanisch, der Begriff ist hier in Deutschland als, wurde zeitweise als typisch amerikanisch gesehen. Diese Preemptive Attack. Und dann kommt dann am Ende, wenn sich quasi das gedreht hat und die beide Seiten gelernt haben, hey, wenn wir nur miteinander geredet hätten, dann hätten wir das auch klären können. Dann kommt Superman und sagt, ey, hör mal zu, wir müssen reden. Was ich ziemlich cool finde. Ich nehme an, wenn es einen zweiten Teil gibt, dann werden die sich trotzdem erstmal kloppen kurz und dann zusammenraufen und dann halt irgendeinen super bösen Besieger zusammen besiegen müssen. Aber das finde ich okay. Das ist, ich weiß nicht, das war mal erfrischend anders. Es hat sich einfach anders angefühlt als die Marvel-Filme. Dazu kam eben noch dieses, dass man quasi die Geschichte aus der Sicht von weit weg erzählt bekommen hat. Das Ganze spielt in einem Land weit weg von den USA, weit weg von den ganzen Superhelden der USA. Und dieses Land wird unterdrückt und die Superhelden helfen denen überhaupt nicht. Und dann kommt jetzt jemand, der super stark ist, der eben bei dem die Hoffnung im Volk ist, dass er die Unterdrücker vernichtet. Und dann kommen die Superhelden und wollen den platt machen. Natürlich sieht das für das Volk jetzt aus, als wenn die Superhelden den Unterdrückern helfen wollen. Und das ist, finde ich, sogar ein ziemlich politisches Statement gegen wie die USA politisch gerade in der Welt agiert. Was ich sehr interessant finde von einem Film, der aus den USA kommt. Ich weiß nicht, ob das intentional ist. Ich nehme es tatsächlich an, dass es so ist. Und ich finde diese Entwicklung interessant, finde interessant, wie sich das entwickelt und wie sich das auch auf politischer Ebene entwickelt, / wie das wahrgenommen werden wird. Meine Befürchtung ist jedoch, dass es einfach gar nicht wahrgenommen werden wird auf politischer Ebene, weil es ist ja nur ein Film, der ist ja nur, das ist ja nur Zerstreuung sozusagen, das ist ja nichts Ernsthaftes, wie es eben oft bei Filmen oder auch Computerspielen gesehen wird. Spiele, das ist ja nur Zeitvertreib. Und irgendwie nichts Ernstes, wobei es auch sehr, sehr viele schöne, ernste Computerspiele gibt, die ziemlich ernste und bedrückende Themen besprechen oder durchnehmen, wie zum Beispiel ein Spiel, was ich als sehr, sehr erdrückend empfunden habe, beim Reveal am Ende, obwohl ich ziemlich mittendrin schon wusste, was der Reveal sein wird, ist Papo und Jo. Da kann ich tatsächlich empfehlen, auch wenn man danach mit einem ziemlich bedrückenden Gefühl dagelassen wird. Aber irgendwie, ja, manchmal ist es vielleicht gar nicht verkehrt, ein Spiel zu spielen, wo man am Ende nicht total fröhlich ist oder so, sondern wo man am Ende sagt, puff, das war jetzt eigentlich recht harte Kost. Dazu zählt zum Beispiel auch, ich glaube, es war The Cat Lady, wo es um Selbstmord geht. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber ja, da gibt's eben auch Spiele, die eben solche Themen thematisieren. Und die sind auch gut gemacht und die machen auch Spaß zu spielen. Nicht Spaß im Sinne von, ich lache total viel, aber eben Spaß im Sinne von, ich habe hier jetzt ein Erlebnis gehabt und ich habe hier jetzt was davon mitgenommen und das hat mir auch, eventuell, wenn ich selber irgendwelche Probleme habe, habe ich irgendwelche Einsichten gehabt und kann da vielleicht drüber nachdenken. Und das ist dann die Stelle, wo ich auch sage, Spiele können, also ich bin in dem Lager, Spiele können auch Kunst sein. Ich finde, Spiele sind nicht per Definition Kunst. Nicht jedes Spiel ist Kunst. Manche Spiele sind auch wirklich, also ein Candy Crush ist, enthält Kunst. Ja, die Bildchen, das ist eindeutig, da hat halt jemand Bilder gemacht, das ist eindeutig Kunst. Aber das sind eindeutig Künstler. Aber das Spiel selbst ist jetzt kein Kunstwerk. Aber es gibt andere Spiele, wo ich sage, boah, ich habe jetzt eigentlich kein Spiel gespielt, sondern ich habe eigentlich ein Kunstwerk mir angeguckt, ein Kunstwerk genossen. Dieses Spiel hat eigentlich vor allem eine Aussage und nicht irgendwie irgendwie nur Zerstreuung oder so. So, und damit übergebe ich an den Gegenwarts-Nighty und was auch immer nach der Timelapse passieren wird.
So, das war die dritte Runde. Jetzt schauen wir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das gerade so ausreicht, dass wir unseren. So, hier geht's lang. Dass wir unseren. Ich weiß es gar nicht, ob wir. Was wir als Teil. Ich weiß nur, dass es 450 Gold waren. Das heißt, wir müssten dann nochmal zu Snirt gehen und gucken. Vertickt er sich hinter der Säule? Nein. Ich hatte nur eben gerade noch gesehen. Es ist. Ich bin heute irgendwie ein bisschen blind. Kann das sein? Da hinten läuft er rum. So, ansprechen. Ah, das sind 5 Kondiatrie. Das ist doch schon mal gut. Das sind allein schon. Das sind die 450 schon. Das sind schon 45 Gold. Also, was ich meinte, ist, ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Ob das die Waffe war oder die. Wahrscheinlich Rüstung. Die wir hier auf den, mit den 450 traden wollen. Ich glaube, das jeweils andere. Kostet, ich glaube, die beste Waffe kostet 720, aber wir können direkt mal zu Snirt gehen. Und gucken einfach mal. So. Und zwar, die Rüstung kostet 520. Die Waffe, das waren hier die 750. Okay, was habe ich im Kopf gehabt? Oder habe ich nur das hier? Gucken wir mal. Schaden 18. Schaden 13. Nein, es waren tatsächlich hier 750. Die Iskari-Rüstung hat er schon. 520. Schuhe gibt es keine besseren. Ja, das bei ihr. Kann sie den Helm tragen? War das der vielleicht? Ja, es ging um den Helm von ihr wahrscheinlich. Weil die Rüstung, genau, die kann sie schon nicht mehr tragen. Okay, dann ging es darum, Syrah zu schützen und nicht Trier zu verbessern. Ja, Syra schützen ist eigentlich ganz gut, weil da sie unsere Magierin ist und nicht viel Schutz hat. Das ist jetzt noch nicht relevant, aber später bei den Kämpfen wird das verdammt relevant. Das ist so. Und wir brauchen die nicht mehr. So, tatsächlich braucht Trier aber hier die Lanze. Das Langschwert mit auch 13 Schaden. Okay. Die Lanze nehmen tatsächlich. Und die Rüstung haben wir schon. Das heißt, jetzt fehlt eigentlich wirklich nur noch die Lanze für 750 Gold. Wofür wir natürlich auch ein paar Mal grinden wieder müssen. Aber dann haben wir es eigentlich. Gut, wir sollten für Syrah vielleicht noch eine Waffe haben. Da ist aber die Frage, ob das Schwert, was er hat... Nein, ich will keine Waffe suchen. Nein, das kann sie nicht verwenden. Ob sie eventuell einfach... Kurzschwert kann sie nehmen, Schaden 6. Den Säbel nicht, geht's eben nochmal durch. Ja, das wird wahrscheinlich, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, dass sie das Kurzschwert hier nimmt. Weil das Stilett, das hat natürlich hier viel weniger, das hat nur 4 Schaden. Dann kaufen wir ihr schon mal das Kurzschwert und legen sie ins Inventar. Weil das wird sie verwenden. Oder was hat er? Ah, das Stilett. Nein, nicht verkaufen, oh Gott. Bloß nicht. Und das sehr, sehr viel bringt. Schaden 7. Okay, nein, das ist Quatsch. Sie verwenden weiterhin Bradis Stilett mit einem Schaden von 7. Denn selbst das normale Kurzschwert hat nur einen Schaden von 6. Damit haben wir das geklärt. 50 mal können wir noch zaubern. Wir hatten auch ein paar Löffel-Ups. So, ein paar Mal den Löffel nicht abgegeben. Aber hochgewertet. Und zwar hat Syrah 3 Trainingspunkte. Die sie in Fernkampf stecken könnte. So. Gucken wir mal, ob der Trainer noch offen hat. So, das ist dann hier an dem Ding vorbei und dann hier ins Haus rein. Jawohl, er hat noch offen. Sehr schön, kann sie die 3 Trainingspunkte auch nutzen. Wenn dann natürlich für den Fernkampf. Syrah aufgebessert und dann gab es noch ein Level Up. Bin jetzt gerade nicht sicher, ob es Rainer oder Tom war. Gucken wir mal rein. Rainer 2 Trainingspunkte. Kann die aber nicht mehr einsetzen, mit Sicherheit. Tom und Trier auch, ja, genau. Probieren wir es eben nochmal, ob Rainer nochmal diesen einen Punkt Nahkampf trainieren kann. So. Weil ich das ja immer wieder vergesse. Ja,
der eine Punkt geht noch. Das heißt einfach, der Typ hat einen Maximalwert von 90 Nahkampf, den er trainieren kann. Das hat nicht mit unseren Leuten zusammen. Weil Dreher kann keinen Nahkampf mehr trainieren und es steht auf 90. Er steht auf 77 von 80. Ja, gucken wir nochmal, ob wir die auch noch voll kriegen. Weil eigentlich macht das nicht viel Sinn sonst. So, dann gehen wir jetzt eben nochmal schlafen. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Episode. Ich habe nämlich auch langsam Hunger. Ich muss mal was essen. So, da ich ja die Timelapses mache, ist es ja so, dass ich viel länger hier spiele. Oder einiges länger hier spiele, als ihr mir zuguckt. So. Und dann gehen wir mal zurück. Und dann verabschiede ich mich schon mal. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut und ich mir tolle Timelapse-Chats ausdenke. Tatsächlich muss ich mir die noch ausdenken und noch aufnehmen. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, ciao, miau.